meine Damen und Herren. Als ich zum ersten Mal von Laudato Si gehört habe, es ist mir gemailt worden in der deutschen Version von Daniel Dahm, einem VDW-Mitglied, und er sagte, bevor du lange suchst, ich schicke es dir in der deutschen Fassung. Und ich war als einer, der kaum Enzykliken der katholischen Kirche gelesen hat, ich war nach wenigen Minuten völlig gefangen von diesem Papier. Erstens überzeugte mich die Sprache. Zweitens wurde mir mit dem Sonnengesang des heiligen Franziskus in einer Strophe klar, dass seine Weitsicht mein eigenes Fach umfasste und er in drei Zeilen etwas zusammenfasste, wozu wir jahrelang forschen müssten. Ich lese das mal vor, diese Zeilen. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteren Himmel und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. Das ist eine fantastische Beschreibung der wichtigsten natürlichen Ressource, die wir haben, Wetter und Klima. Davon hängen wir alle ab. Und jeder weiß es, und ich habe es heute schon gesagt, dass der zivilisatorische Fortschritt der letzten 200 Jahre nicht nur Probleme produziert hat, sondern zum allerersten Mal die Anzahl der Menschen, die vom Hungertod bedroht sind, prozentual gesehen massiv gesenkt hat. Vor 200 Jahren gab es in Europa eine massive Hungersnot wegen eines Vulkanausbruchs in Indonesien. Und die Universität Stuttgart-Hohenheim ist gegründet worden wegen dieser Hungersnot. Der Herzog, oder ich weiß nicht, ob er vielleicht schon König von Württemberg war, sagte, ihr Agrarforscher, bitte schafft Getreidearten, die auch in einem solchen kalten Sommer wie 1860/16 noch eine Ernte liefern für die Bevölkerung. Und wir haben heute an einer Stelle von jungen Menschen, die jetzt sozusagen das Heft in die Hand nehmen werden, gehört, es sei doch alles fast schon zu spät. Das heißt, ein Defätismus, den ich einfach nicht mittragen kann. Wenn ich Laudato Si lese und dann die Äußerungen zu unseren Mitgeschöpfen in dieser Enzyklika lese, dann muss ich eigentlich sagen, warum gibt es keine Bewegung in der katholischen Kirche und in der evangelischen Kirche gegen das zurzeit herrschende Tierschutzgesetz? Warum ist da keine Bewegung drin in dem Ganzen? Denn dort wird natürlich zunächst ganz hehr über alle Mitgeschöpfe gesprochen und dann wird, wenn es der Zweck notwendig macht, darüber gesprochen, was es alles für Ausnahmen geben darf. Und das sind genau die Ausnahmen, die wir alle kennen, Verstümmelung von Tieren, Massentierhaltung und so weiter. Heute haben wir aber als Hauptpunkt unserer Debatte, und ich habe jetzt vorher mit erstens, zweitens angefangen und drittens und viertens quasi schon vergessen, also als Hauptpunkt unserer Debatte haben wir heute, was sagt uns Laudato Si im Zusammenhang mit der Weltwirtschaft, mit unserem ökonomischen Agieren?
Und da muss ich sagen, fange ich mal als Wissenschaftler, als einer, der einigermaßen interdisziplinär aufgestellt ist, an mit einer Äußerung an die Wirtschaftswissenschaften. Die Berichte an unsere Regierung zur Wirtschaftsentwicklung werden auch heute noch durch Modelle unterfüttert, die keinerlei Ökosystemdienstleistungen enthalten. Zum Beispiel die Filterung von Wasser in den Böden, das, was die Wild- und die Zuchtbienen für uns leisten. Und das sind jedes Jahr Milliarden, die wir nicht ausgeben müssen wegen einer noch einigermaßen funktionierenden Umwelt. Und dies wäre für mich nun wirklich mal auch eine Äußerung unserer Kanzlerin wert, dass sie sagt, also die Modelle, die ihr da habt mit euren Gleichgewichtsmodellen aus der Wirtschaftswissenschaft, da kann ich nicht mehr allzu viel anfangen. Außerdem sind wir hier in einem Raum oder in einer Organisation, wo eine gewisse Kumpanei zwischen unseren Behörden und Aufsichtsgremien und größeren Industriebetrieben klar macht, dass wir zwar wunderbare Gesetzgebungen haben, aber Schlupflöcher existieren oder manchmal sogar auch die Grenze zum Illegalen ganz leicht überschritten wird. Und diese Debatte hat für mich Papst Franziskus angestoßen. Und als Protestant, das muss ich ja in Bayern sagen, ich bin ein evangelisch-lutherisch Erzogener, muss ich sagen, ich spüre viel mehr Motivationsschub als manche der Professoren, die ich heute gehört habe, die aus der katholischen Kirche kommen. Und ich bin ja bekannt, dass ich einer bin, der seine Grußworte überzieht. Ich möchte jetzt ganz zum Schluss noch ein paar kleine Wünsche anmelden. Man hat ja normalerweise 3 offen. Alle Weltreligionen sollten in ihre Aufrufe an die Gläubigen den jeweiligen Kenntnisstand in den Wissenschaften mit berücksichtigen, bis sie die neuen Erkenntnisse nicht mehr neue Erkenntnisse bekämpfen. Das galt für die katholische Kirche gelegentlich, aber auch die Protestanten sind davon nicht frei. Und das ist aus meiner Sicht, aus der Sicht eines Naturwissenschaftlers, ein wahnsinniger Durchbruch in Laudato Si. Das Beste, was man in Sozialwissenschaften, in Wirtschaftswissenschaften, in Naturwissenschaften, in den biologischen Wissenschaften finden konnte, findet sich in Laudato Si. Das ist auf dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse und es schildert auch die Lücken, die in der wissenschaftlichen Erkenntnis vorhanden sind. Die darf man ja nicht verschweigen. Deswegen ist es ja so gut, dass wir manche völkerrechtlich verbindliche Verträge haben, bei denen man eingebaut hat, nach 5 Jahren müssen wir neu verhandeln. Es könnten sich ja neue wissenschaftliche Ergebnisse zeigen. Das gilt zum Beispiel für das Paris-Übereinkommen zu der Dämpfung der globalen Klimaänderungen. 2. Punkt. Alle Unternehmer sollten Laudato Si mindestens einmal lesen und wenigstens teilweise beherzigen. Und ich frage ganz still das Vorstandsmitglied der Audi AG unter uns, ob er die 220 Seiten schon gelesen hat. 3. Punkt. Die Regierungen sollten die junge, saubere Industrie fördern und nicht den schmutzigen Alten weitere Jahre gönnen. Danke fürs Zuhören.